Okidoki, nächstes Level. So, ich muss erstmal direkt was loswerden. Und zwar, das war fucking nochmal verpackt. Genau, jetzt bin ich auch so sauer. Das Lied passt perfekt. Ich musste jetzt erstmal die Map fixen. Das Ding ist, wenn man von Map 32 in diese Map reingeht, dann gibt es keinen Player-Start anscheinend, weil da irgendein komisches Argument in der End-Normal-Dings-Line-Dev gesetzt wurde, was halt bedeutet, wenn man von Map 32 in Map 22 wechseln will, dann geht es nicht. Aber wenn man von Map 21 in Map 22 wechseln will, geht es schon. Jetzt habe ich das gefixt, damit das trotzdem geht. Also beide Male von beiden Maps aus. Aber das Ding ist, ich musste jetzt halt weil ich halt schon gespeichert hatte und das alles schon in der Map gespeichert ist davor. Genau, dieser Song, der macht es perfekt, dass ich jetzt gerade einen Rant mache. Nee, aber das heißt, ich musste erstmal alles nochmal resetten sozusagen. Ich musste mir dann jetzt die Waffen wiedergeben, über Command Line die Munition hinschießen, wie es halt richtig war, die Armor geben. Ist nicht so schlimm, aber naja, auf jeden Fall hat das Ganze jetzt dafür gesorgt, dass unsere Zeiten nicht mehr aktuell oder nicht mehr richtig sein werden. Beziehungsweise ich glaube, die Z-Doom-Version zeigt eh die Gesamtzeit, die man am Schluss gebraucht hat, nicht an, oder? Heißt es nicht mal schlimm, also eigentlich ist es wurscht. Aber trotzdem, die Watt war tatsächlich so broken, dass man sie nicht richtig spielen kann, wenn man die Secret-Level mitnimmt. Wortwörtlich einfach verbuggt, wenn man ins Secret-Level geht. Das ist einfach ein Dead-End. Alternate-Ending anscheinend. Naja. Ach, Leute. Unglaublich einfach nur an der Stelle mal wieder. Ich sag euch, wie es ist. Ich bin sehr froh, wieder dann irgendwann wieder einen Karkowart-Winner zu spielen. Ich meine, Hellcore war ja schon so ein Mixed-Bag. Aber jetzt haben wir ja auch noch was kaputt ist. Ich bin absolut froh, wenn ich mal wieder eine ordentliche Wort spielen werde. Aber ja, das ist definitiv hier jetzt eine Dead Simple Map. Das ist tatsächlich wenigstens ganz witzig. Oh, guck mal, wir kriegen hier einen Dead Karko Demon oder so ähnlich. Ja, cool. So, kommen wir hier wieder hoch. Ja. So, dann. Jo, ist klar. Okay, der macht aber viel Schaden auch. Zockt aber auch ordentlich Muni ab. Okay. Ja, da brauchen wir größere Ziele. Größere Ziele. Wenn man trifft, gut. Wenn man nicht trifft, geht's so. Und ich weiß nicht, ob es nicht mehr Sinn ergibt, lieber das hier zu nutzen. Weil wir halt echt viel weniger Munition brauchen. Naja. Au, au, au. Boah, fucking hell. Egal, wir kriegen am Schluss eh eine Megas 4, also who cares? Ach ja. Willkommen bei einer 2006 erstellten Frag-Montage. Das offensichtlich. Ich meine, alter Shooter, ganz viele Gegner sterben, man hat die Mucke im Hintergrund, so das Lied für Frag Compilations, back in the old days sozusagen. Ja. Aber die Version kenne ich gar nicht von dem Lied. Keine Ahnung, ey. So, hier nimm das.
keine gute Idee. So, hier, nimm das. Und du lebst ja auch noch. Stirb. Wunderschön. Ja, ja, komm ruhig hierher und dann wirst du merken, wer hier burnt. So, zack, zack. Ach ja, YouTube war doch mal so unschuldig. Dass die Leute einfach ihre Frack-Compilations hochgeladen haben. Buddies von Drowning Pool reingemacht haben als Lied. Und dann die 4 bis 5 Sterne Bewertungen, je nachdem geerntet haben oder nicht. YouTube war mal so unschuldig. Und jetzt... je. Jetzt ist das alles durchkommerzialisiert. Viel spät. Viel spät. Jetzt werden parasoziale Beziehungen aufgebaut und irgendwelche dubiosen Influencer-Figuren verkaufen überteuerte Produkte an Minderjährige. Ach je, was ist denn aus YouTube geworden? ach Mann. So, nimm das. So. Hier noch jemand am Leben? Nee, gut. Hahaha. Ja, Mann. Bin im Tötungsmodus. Let the bodies hit the floor. Ach je, bei dem Lied kann man schon ein bisschen rummimen. Muss mir ja echt sagen, wie es ist. So, können wir jetzt... Ah, hallo. Jetzt können wir hier durch. Och nee, nicht ein Meme-Typi. So, komm. Au, mir doch scheißegal. Autschi, wir kriegen eine Megasphäre. Du kannst mir nichts... Oh, außer du tötest mich jetzt komplett. Dann kannst du mir vielleicht auch was... Müssen wir gucken, dass wir die Minen auch alle schön töten. Und dann nicht versehentlich nochmal in eine reinrennen. Ja. So. Gegner sind alle tot. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich zurück da rein, uns die Megasphäre schnappen und alles ist gut. Hoffentlich, ja, natürlich easy. So, schnappen wir uns noch die Rüstung, das hier auch. Speichern und kriegen die Megasphäre und gehen hier rein. Perfekt. Naja, war eine nette Dead Simple Map, I guess. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen und hat die Map auch nicht. Also ja. Und wenigstens funktioniert die Ward jetzt. Also ich bin zwar der einzige Mensch, der die Ward in dieser Form und in funktionierend besitzt. Ich habe auch nicht vor, die hochzuladen. Aber naja. Immerhin funktioniert die Map jetzt. Ich werde sie vermutlich nie wieder spielen, die Ward. Aber sie funktioniert jetzt. Und mit der Genugtuung kann ich doch zufrieden ins nächste Level gehen, wo man sich dann sehen wird. Bis dann. Ciao.